Guten Morgen. Könnt ihr mal sehen? Wo ist denn der Kleine? Die haben mich schon gehört. Upsala. Hallo. Ja, jetzt haben sie mich gesehen. Wo ist denn der Rote? Der Rote war nämlich auch schon da. Ihr habt ja gesehen. Da kommt er. Jetzt haben wir schon drei Kätzchen, die warten. Ja, fein. Guten Morgen. Assalamu alaikum, meine Lieben. Ja, füttern hilft. Ja, komm rein. Der Olli ist besonders lieb. Der spielt mit dem Kleinen. Gell? Da drecke ich da die ganzen Kinderhände. Ja, ich habe schon Futter gemacht. Ist für die Häschen. Mal einmal Licht machen. Für die Häschen die Gurken und der Rest für die Hühner und die Karotten. Und das ist Futter für die Katzen. Wir barfen. Ja, jetzt muss ich erstmal los. Ja, ich fütter die wie Hunde ein bisschen, ne? Hast du es gefunden da unten? Die kriegen halt jetzt die Knochen. Psst, 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 psst. Wo ist denn der Rote? Ja, gestern Nacht ist der Amadeus gekommen. Ja, komm. Psst, psst, psst. Ja, fein. Lecker, lecker. Ja. Das ist deins, genau. Richtig, da ist es, da ist es. Ich leg's mal auf den Boden, dass ich besser zoomen kann. Hey, wo bist du denn jetzt? Der ist so scheu. Krieg ihn auch noch zahm und kastriert, gell? Da guckt er wieder ums Eck. Habibi, psst, miau, miau, komm. Ja, da liegt's im Gras. Hier, das ist sein Futter. Ja, der traut sich vielleicht wegen mir jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, ich musste mal googeln. Davon kann man den Katzen so, ja, die sollen ein bisschen die arbeiten für ihr Essen, oder? Dann sind sie lange beschäftigt. Muss mal googeln, ist das okay? Eigentlich Straßenkatzen, die kriegen ja so die Sachen. Keiner schneidet davor. Habibi, hast du die nach draußen verbracht? Boah, die Mausi hat dich vergessen reinzunehmen. Ich hab's extra gesagt, weil ich habe Angst, dass was passiert. Die Kleinen hauen nämlich ab auf die Straße, dass sie überfahren werden. Jetzt bin ich baff. Du hast draußen geschlafen. Wow, hast du gekämpft? Nee. Ja, ich komm, guck dir mal das an. Miau, ich will auch raus. Mosch, komm. Die wissen jetzt, ist Essenszeit. Guck mal, ich hab doch gute Sachen dabei. Alle Leckereien, kommt. Lecker, lecker. Das ist ja der Hammer. Oh, ihr habt doch noch. Jetzt muss ich es nur rausholen. Moment. So, mal das Große. Machen wir hierher. Daher. Und die Kleinen. Guck mal, Lucky Lady. Komm, Kleine. Ja, Wahnsinn. Vielleicht hat er eine Maus gefangen heute Nacht. Dann können wir den ja öfter draußen lassen. By mistake ist nichts passiert. Guck, und der hätte ja abhauen können. Da kommt der Gobi. Nee, die Sahara und der Gobi. Hallo. Ja, ich bin's. Komm. Komm, ich hab ne Gurke. So, machen wir mal zu, dass die in Ruhe fressen können. Dass keiner gestört wird. Alles leer, seht ihr? Komm. Hier bin ich gestern Abend noch gesessen. Das ist so relaxend. Der Mahmoud kommt jetzt auch schon her und setzt sich davor. Aber ohne Katzen. Die tut er dann rein. Er will dich nicht sehen. Gobi, kommst du? Na komm. Ja, Wahnsinn. Jetzt, einmal für Gobi. Guck mal, deine Gurke ist hier. Wir füttern dich hier. Sahara muss auch kommen. Ja, das ist immer das mit den Viecher. Ja, Habibi, fein. Guten Morgen, ihr Buddelfreaks. Die buddeln mir noch den ganzen, das ganze Ding fällt noch um hier wegen euch. Die Hasen. Mal Schuhe anziehen, da hinten hingehen. Ja, Leute. Müssen wir den Pool auswaschen. Buddelt mal schön rum. Was ist hier? Was habt ihr da wieder gebuddelt? Ja, ist doch angenehm. Oh, ist da wieder ein Loch weiter tiefer unten. Guck mal hier. Da kann man auch wieder einen Stein reintun. Also, Kinder, Kinder, Kinder.
Und was ist da? Du machst mir auf, dass die Kleinen abhauen. Die können nämlich jetzt locker darüber. Sahara, das ist nicht schön von dir. Ja, die werden auch immer zahmer, wie ihr seht. Hihi ist schon unten. Ja, der oder die, der war gestern ganze Zeit da gesessen, während ich auf dem Stuhl war und hat mich beobachtet. Ja, fein. Tut schon frühstücken. Ja, die haben schon, die jaulen schon, wenn sie, oder maunzen schon, wenn sie mich hören. Ich war gerade im Kaninchenstall, habe denen die Karotte gegeben, auf einmal höre ich einen Katzen, miau, miau. Ja, das heißt, die kapieren auch schon, dass es hier Futter gibt, gell? Schlaue Katzen. Gucken wir mal kurz raus. Die fressen hier noch. Ah ja, die Enten, da muss ich auch noch eine. Die Ziegen machen heute gar keine Geräusche. Ja, jetzt auch noch ein gekochtes Ei für die Enten. Ah, das kann ich eigentlich auch mitnehmen. Das ist doch auch für die Hühner, wenn ich schon da reingehe. Na, lieb sein, Hihi. Der Hihi. Hihihi, wir lachen ihn aus. Ja, weil er halt so komisch aussieht, der Hihi. Und die Puten. Können wir auch heute wieder rauslassen. Super. Na, ihr fett gefressen. Guck mal, ihr habt noch ganz viel Mais am Boden. Ihr Mäuse. Wollt ihr Brot? Brot fresst ihr doch gar nicht. Hier? Nee, das sind die Straßenziegen, sag ich jetzt mal. Die Bälle, die Ziegen, die legen. Die fressen. Hier, wie soll ich das sagen euch? Die fressen hier auch Papier und Kartons. Ne? Also das ist, hier gehen die Leute extra zu einem Müllplatz, dass die Ziegen, weil sie halt, ne, dass sie sich den Magen füllen mit Karton. Und die vertragen das irgendwie, also da stirbt keine von. In Deutschland, wenn du da einen Karton drin hast, gleich verstopfter Magen, Subhanallah und Hirn, gut, die ernähren sich nicht davon, aber was ist hier los? Wer jault hier rum? Wir sind's, wir haben Hunger. Schon wieder. Na, wir machen. Ja, Leute, wir haben gestern die Nebelkrähe erlöst. Ja. Muss man halt immer mal wieder, man kann nicht immer alle versuchen durchzubringen und dann streut sich der Virus. Lieber erlösen, damit die anderen gerettet sind. So muss ich halt auch langsam denken mit der Farm. Ne, so ist es. Darf ich vorstellen, wo ist sie jetzt? Hier, Selena Gomez. Da ist sie. Selena Gomez und die Nackte da ist die Hailey. Hailey Baldwin. Ich weigere mich, Bieber zu sagen. Baldwin. Ich gehöre auch noch zu diesen Leuten, die denken, vielleicht romantische Beziehung kommt wieder zurück. Ja, also Hahn. Vier Hähne und vier Mädels. Und du bist der Justin Bieber. Genau du. Da haben wir die drei Nackten, sind die... Die Popstars hier. 1, 2, 3. Wie viele Nackte sind es? 3. Ja. Schön trinken, ja. Ist auch eine interessante Farbe. Ein schwarzes Ding da hinten. Eine Feder. Ja. Hallöchen. Selena Gomez. Was tun die da hinten so rumjaulen? Ach so, ich muss den Enten. Jetzt habe ich den erstmal. Hast du Durst? Ja. Dann ist eine Wurst. Komm. So. Also, da ist eine Woche Unterschied. Guck mal, die hier. Der große ist vor einer Woche geschlüpft. 2 Tage später das andere. Das vor 2 Tagen. Also, das könnt ihr mal sehen. Habt ihr. Oh je, 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 je. So. Mama, frisches Wasser für die Mäuse. Wer jault denn da so rum? Also, ach so, meine Katzen wollen raus. Die haben, sind fertig mit dem Essen. Jetzt heißt es, lass mich raus, du Mutter. Mir fein. Wisst ihr,
Jetzt, wenn die Tür aufgegangen ist, sind sie immer abgehauen. Jetzt sind sie da. Die Tür ist auf und sie gehen nicht weg. Der kämpft immer noch. Die kämpfen immer noch mit der Gurke. Na. Was ist da oben los? Hä? Ach, du bist die andere. Herr Will, also, wie viele sind denn das? Das ist doch jetzt wieder eine andere Katze mit ihrem Baby. Guck mal, das ist die Mutterkatze hier hinten. Du jaulst da rum. Nee, ihr seid es. Hä? Das ist doch eine Mutter. Also irgendwie können die sich verständigen und sagen, kommt hierher. Weil hier, das ist hier drei Kitten. Oder entweder bin ich, ja, das ist doch, ja, das ist eine Mutter. Guck mal, du hast auch ein Baby. Bist du vielleicht die Mutter von da? Guck mal, die sieht aus wie die Ding. Bist du die Mutter? Komm, ich mach mal auf. Habt ihr euch gefunden? Ja. Ist das deine Mutter, Lady? Guck mal da oben. Das ist ja da war. Ja, die sieht aus wie du. Und guck mal, deine Schwester. Das ist doch deine Familie. Hast du gesehen? Die haben dich gefunden. Komm zurück, du blöde Kuh. Bist abgehauen von uns. Hanoi, die bleibt bei uns. Oh, wie du guckst. Mäuschen, das hat die Mausi gemeint. Die war schon da mit ihrem Baby. Ja, keine Ahnung. Und wie die immer gucken, Hilfe, lasst uns fressen. Stört uns nicht. Eine guckt immer, das ist die Mutter mit ihren Babys. Also hier geht's ab ohne Ende. Also wir müssen hier alle kastrieren. Der Hihi guckt. Das machen wir auch. One by one. Jetzt muss ich echt gucken. Das sind doch die Knochen für die Wild. Ach so, eigentlich kann ich das da hochwerfen. Ha, ihr habt da recht. Komm. Für deine Schwester. Ja, komm. Haben die Angst? Du hast keine Angst. Oh, doch, ein bisschen, gell? Aber du weißt, ich mach nichts. So, dann schmeiß ich das mal hoch. Jetzt guckt der Boris da oben an. Mein Unterwäsch. Sagt das. Ja, jetzt haben wir alles hochgeschmissen. Ihr habt noch Knochen gefunden. Naja, gut. Ein bisschen rumknabbern. Und du warst die ganze Nacht draußen. Ha, ja, ist auch gut. Wenn ich das der Mausi sage, du hast den Prinz vergessen draußen. Ihr Gesicht wird runterfallen, aber weh, sowas von. Und jetzt ist er weg. Nein, er ist hier geblieben. Gell, Penny? Jetzt gucken wir mal, wo der andere Kater ist. Frisst er auch sein Zeug. Langsam nähern. Boris. Vielleicht hat er es genommen und ist abgehauen. Dann ist alles weg. Als ich es geschmissen habe, ist ein Blatt runter. Tut mir leid. Sorry. Ja, der ist weg. Alhamdulillah. Ja. Dann können wir das auch wieder mitnehmen. Ja. Und du... Ha, Olli, habt ihr euren Strempel fertig? Wo ist der Rest? Wo sind denn die Knochen? Keine Ahnung. Versteckt ihr die? Da hinten liegt noch eine Knoche. Leute, ich sage euch, das ist immer so. Ich muss mal googeln, was machen Katzen mit den Knochen? Die werden sie ja nicht fressen können. Ja, Leute, irgendwann haben wir hier 50 Katzen, sagt mein Mann, wenn du so weitermachst. Dann haben wir gar nicht, also 50 Katzen kann ich nicht füttern. Das geht nicht. Miau, miau. Wisst ihr, Leute, eigentlich ist es auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier, kastrieren wir mal 10 Katzen um unser Haus rum, aber... Da werden ja immer wieder neue kommen. Na, wenn das nur einer macht, hier im ganzen Dorf, bei 1000 Katzen, irgendwie frage ich mich auch, ob das dann nicht Geldverschwendung ist. Was sagt ihr dazu?
Da müssten schon mehr Leute mithelfen, aber das macht ja keiner. Die Leute gucken ja selber. Das ist Geldverschwendung für die Leute hier. Die müssen ja selbst ums Überleben kämpfen. Und nicht da die Katzen kastrieren. Das ist ja das Problem. Dann frage ich mich, mein Mann sagt auch, wieso tust du die impfen? Die Straßenkatzen überleben hier und haben nichts. Und was für eine Entwurmung. Die sind wie viele Jahre schon bei meiner Mutter im Haus und immer die gleichen Katzen kommen und betteln seit Jahren. Die brauchen doch nichts. Ja, keine Ahnung. Also ich habe als Argument gesagt, gut, aber deine Kinder spielen ja mit denen. Nicht, dass sie irgendeine Krankheit übertragen, dann besser impfen. Dann hat er gesagt, okay. Aber andererseits, ja. Ich impf und fertig, gell? Ja. Andererseits, vielleicht schwächt das Impfen auch das Immunsystem und... Ah. Keine Ahnung. Was guckst jetzt du da hoch? Komm, Boris. Boris. Psst, psst, psst. Ja, das sind so meine Gedanken, die ich habe. Und heute ist Freitag. Morgen kommen die Tabletten und die Spritzen für euch. Dann gucken wir mal, wie wir das machen mit dir. Ich glaube, den kriegen wir leicht geimpft. Ja, jetzt ist die Mutter da von der Lady. Lucky. Wo bist denn du, Lucky? Die ist drin. Wenn das die Mutter ist, aber warum geht die da nicht hin? Erkennt sie die nicht? Die sehen alle gleich aus hier. Ja, schön fressen. Du, was machst du da? Ja, die kämpft noch. Ja? Lecker? You're fine. Da müssen wir hier auch wieder kehren. Katzen wollen Sauberkeit. Aber ich gehe jetzt rein. Ich trinke jetzt eine kalte Pepsi Diet. Pah, alle Tiere versorgt. Ja. Lichtschutzfaktor 15. Komm, Mäuseli. Wir gehen jetzt aber zum Strand. Komm, gehst du mit zum Strand? Wieso ist denn das hier so verschwommen? Ist das gar nicht verschwommen? Ich sehe nur nichts. Vor lauter Sonne. Es ist 9 Uhr morgens. Nur Jonas ist wach. Und ich habe mir jetzt überlegt, warum Wasser hinmachen. Die Reflexion. Ja, Tigi. Komm. Die kommt. Hihi ist auch wieder am Start da hinten. Die Katzenmutter geht schon in unser Katzenhaus. Also neu. Da gucke ich schon die Truthähne. Das gibt's nicht. Ja. Hier. Hihi. Alles leer gefuttert hier. Naja, gut. Die sind ja alle satt. Muss man nicht übertreiben. Jetzt mache ich hier Licht aus. Die Lampe geht nämlich ja immer an. Dann lege ich mich in die Sonne. So. Schön einschmieren. Guck mal. Der hat was in der Gosch. Seht ihr das? Das Fleisch zieht damit hoch. Ah ja. Ist okay. Also, Leute, jetzt relax ich. Bei einer Runde Fischdom. Ich bin jetzt bei Level 2125 oder so. Schlag mich tot. Keine Ahnung. Ja. So, meine Lieben, heute gibt es Spaghetti. Jonas möchte es mit Ketchup. Und ja. Hier ist auch Ketchup. Fast nichts mehr drin. Du wirst wahrscheinlich eh sagen, du willst. Ne? Ja. Die Mamas Soße. Berühmte Soße, Hackfleisch. Na, wie schmeckt's? Lecker. Na gut. Hallöchen, schon wieder. Also morgens, ihr seht, um 7 geht das Geschrei los und kommst du auch raus? Gut, und um 17 Uhr. Wo ist der rote Kater? Den habe ich noch. Da rennt er. Habibi, Amadeus. Da ist er. Warte, Junge. Ich habe da ein Problem. Hast du ein Problem? Ja, wir gehen jetzt in die Stadt. Jemand will die Kiki kaufen. Das reparieren wir gleich. So, jetzt muss ich erstmal, ich bin schon umgezogen, aber in schönen Klamotten, aber mit der Stallschuh, gell, ist doch egal. Erstmal die Tiere versorgen, bevor man weggeht. Mahmut fängt die Kiki ein. Das wird schwer. Kiki, du kriegst jetzt ein neues Zuhause.
Close this door, Owl Mahmoud. Aywa. I did something. It's... Was ist Special? Bips. Hey, nicht meine Abaya fressen. Krieg ich Löcher. Was machst du denn? Die ist gerade aufgewacht, dass du schön nachts bis 11 wieder stehen kannst, gell? Ja. Jetzt gucken wir mal, hier ist alles okay. Warum ist denn hier so viel Wasser? Ach, den Käfig gewaschen. Okay, wir lassen jetzt mal die Kätzle raus. She will bite you, Akid. How you do it? Ah, you close it first. And then, till we drive, you can let her here inside in the scuffers. That we put her out in the last moment, because it's hot. Ja, da seid ihr schon wieder. Gut, jetzt kriegt ihr erstmal. Dann lasse ich meine Kätzle. Ach, guck mal, den habe ich hier vergessen. Ich bin richtig braun geworden schon wieder, gell? Ich sag's euch. Dann kann ich auch gleich wieder neue Streu kaufen. In der Stadt. Und morgen lädt mich Mahmoud zum Essen ein. Da gehen wir zusammen in die Stadt. Ja, wir waren schon lange nicht mehr weg. Mahmoud und ich. Wir müssen auch mal wieder Tag machen. Oh, die schreit schon rum. You have her. Huh? Not. Eine Geier, die gegen was? Ich komme, eine Minute nur. So, Olli, komm. Jo, klar, guck mal, wie dick der schon ist. Habibi, Habibi. Was ist denn das? Komm, das ist nix. Da, komm, Olli. Hier. Olli, hallo. Dein Futter. Hier ist dein Futter. Oh, Boris, der kriegt das gleiche wie du. Glitzegleiche. Ja, muss ich hier aufmachen. Ihr kriegt... Au! Hallöchen, hups. Der Jonas will, dass ich die Polizei rufe, weil ein Junge mit der Tröte so leid rummacht. Du bist so deutsch, Jonas, dass wir hier die Polizei rufen wegen der Tröte. Denn der hört ganz auf, dann er hört von dir Angst. Okay, mach ich. Und ja? Amadeus, ja, okay. Oh, gib ihm. Amadeus? Das ist der rote Kater, der will doch auch. So. Habibi, willst du auch? Ja, eigentlich hast du recht, du brauchst doch auch. Die fressen nämlich aus den zwei Näpfen, dann steht er. Aber der will doch eh nicht. Der will kein Trockenfutter. Aber ich habe ihn schon gesehen, ab und zu frisst das. Näpfe müsste ich auch mal auswaschen, gell? Ja, komm. Geh mal her. So, hier eine Handvoll weg. Da eine Handvoll weg. Guck, Habibi. Aha, Prinz, komm. Ja, auch egal. Na gut, dann kaufe ich auch wieder ein... wo habe ich es jetzt hin? Ach so, ich habe es hierher. Weil ich habe gelesen, dass die das nicht so ganz wollen. Neben dem, guck mal, das kacken die jetzt schon da rein. Wie die Hasen. Das, ich glaube, das Streu ist nix. Ich hol das normale. Okay? So. Boah. Jetzt, Edle, du kommst auch mit, genau. Was muss ich noch machen? Hier gucken nach Wasser. Futter, Wasser habt ihr ja noch. Alles klar, dann gehe ich kurz zu den Küken. Ja, ich hab dich auch lieb, Habibi. Du bist mein Engelchen. Komm, wir geben mal diesen Enten noch. You're still working with a Babagan. Finish. Alhamdulillah. Gut. Kiki Malisch. Kriegst du ein besseres Zuhause? Vielleicht. Wissen wir nicht, aber ja. So, Dille. Mach mal hier zu. Kriegen die Enten mal ihr. Was ist das? Du bist das. Frisst du? Ja. Hast du das Wasser vergessen? So. Das ist für deine Papageien. Dann tun wir... Mahmoud, give her the food also. Malisch. Ja, hat sich schon gelohnt, der Brunnen, ne? Also, die Kiki war jetzt... Spielt mit dem Besch... Beschers, ich sag immer Bescher. Beps. Kiki ist seit 2 Monaten, oder?
nachdem Coco verstorben ist, habe ich sie, glaube ich, eine Woche später, ich weiß es nicht mehr ganz genau, in die ägyptischen eBay-Kleinanzeigen rein. Ja, und jetzt hat sich einer gemeldet. Der weiß es zu schätzen, solche Tiere. Gell, Gobi? Ja, hat auch ganz viel gefragt. Und, ne? So. Ich bringe diese raus. Warum? Ja. Wir gehen doch jetzt nach Nagahamadi. Ja, lassen. Frische Luft. Die hier ist auch frische Luft, Jonas. Oh mein, hier ist ganz heiß. Bitte bringen Sie hier. Nein, wenn er raus will, kann er gehen. Aber die Mausi muss dann auf sie aufpassen. Wir müssen sie beeilen. Heute Abend wollt ihr doch auf eine Hochzeit, habe ich verstanden. Ich auch. Du auch? Wer heiratet denn? Wo ist das? Ist es beim Mudir die Hochzeit? Ja. Gehst du auch zur Hochzeit? Genau. Das verboten, Mädchen, das gesagt. Mädchen echt? Verboten? Ja. Das echt? Und außerdem habe ich die Wette gewonnen von vorhin. Ja, witzig. Der springt auf deinen Rücken, der will spielen. Gib das her. Wenn du rumspringst, dann springt er dir nach. Der will spielen. Ey. Guck mal, jetzt machst du schon. Du, jetzt kriegst du voll. Jetzt kannst du ein T-Shirt wechseln. Jetzt bin ich voller Erde. Naja, komm, egal. Das sieht kurz aus. Für einmal Nagahamadi langs. Gell? So. Genau, tu das hier oben hin. Dann können wir gehen. Ja, meine Lieben, jetzt sind wir kleiner in der Stadt. In der Stadt. Bitte? Wo ist der Amadeus? Der Amadeus, Amadeus, Amadeus. Da hinten. Jetzt. Amadeus. Der hat hier schon gefuttert. Mama, guck, geh mal hier, ich kann kein. Nee, ich mach jetzt mein. Jonas. Springt da in Sand. Psst, psst, psst. Ah, da ist er gerade gewesen, seht ihr? Habibi, aber nicht im Stehen. Alhamdulillah, hast du dich nicht verletzt. Der Sprung. Gell, Boris? Du hast auch gut zugenommen. Gell, Habibi, komm. Schön dick geworden bist du. Ja, noch nicht ganz, aber er ist schwer auf jeden Fall. Ja, Labina. Aua, also Jone. Nichts passiert. Wenn du Entschuldigung sagst, ist alles gut. Ja. Also die Hibiskus verlieren an roter Farbe. Habe ich die überdüngt oder zu viel gegossen? Muss ich auch mal gucken, kennt sich jemand aus? Aber die Palme wächst gut hier, seht ihr? Schöne Palme hier dazwischen. Baba wollte sie rausreißen, sage ich, Hanno, ist doch eine schöne Sache. Hier nochmal eine Palme hier hoch. Ich liebe Palmen. Und wir werden auch Palmen malen. Baba und ich, wir haben einen Kaffee getrunken. Da haben wir gesagt, ich will so einen Sprüher holen, der die Wand voll sprüht mit Palmen und so. Erst gelb, der Pool wird blau wie das Wasser und die Wände um den Pool rum, ne, so rechts, links, gerade und rechts, gelb. Und dann soll ein Typ kommen, der Palmen drauf sprüht. Und der Barber sagt, natürlich schlau wie er ist, zwei Fliegen mit einer Klatsche. Er spart Geld und macht der Mutter ein Kompliment. Du machst doch die schönsten Palmen. Also, ich kann doch gut malen. Palmen kann ich echt gut machen. Dann bringt er mir Farbe und wir malen Palmen zusammen. Ist auch toll, du und ich und der Jonas, ha? Was sagst du dazu? Rex. Nimm die Palmen. Kein Dino-Rex. Bitte. Das hat doch nichts mit dem Swimmingpool zu tun. Auch blau und grün. Ich finde das gut. Ich bin ein bisschen gerade aus der Puste. Ich habe mit den Ziegen gespielt. Chalas, okay. Du weißt, du passt auf die Katzen auf. Bist jetzt die Katzenmama? Und wir fahren los. Alhamdulillah. So, Kiki, das ist dein Auszug. Tut mir leid. Einerseits bin ich erleichtert, einerseits tut es mir leid, aber man muss einfach. Man kann nicht immer alles. Und ob du bei uns im Käfig sitzt oder woanders, ich konnte dir kein besseres Leben geben. Coco ist gestorben und du erinnerst mich zu sehr an den Coco. Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, ja. Die Maus ist auch ein bisschen traurig. Okay, Leute, das war's im Video. Morgen seht ihr, wie wir in Kena sind. Vielleicht heute noch ein bisschen Nagahamadi. Also für morgen dann. Bis die Tage. Marcelena. Halt, you come with the ship ship? Ja. Carlos, I will go and bring something also. Naja, gut. Also bis die Tage, Marcelena. Bye, bye.